Hallo zusammen! Grüße vom, vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Schade, dass ihr nicht alle von hier oben gucken könnt. Es sind schon viele weg, aber wir sind immer noch verdammt viele! Toll, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr euch nicht habt einlullen lassen von den Versprechungen der Politik. Und noch toller, dass ihr euch nicht habt abschrecken lassen von den Horrorszenarien, die die Immobilienspekulanten und ihre Lobby an die Wand malen. Aber warum gehen wir eigentlich heute hier auf die Straße? Weil wir die Revolution wollen, wie vor fast genau 100 Jahren? Schön wär's. Aber wir sind heute wegen viel weniger hier. Wir wollen nur in unseren vier Wänden bleiben. Oder wir wollen überhaupt erstmal welche. Und die Miete soll nicht unser ganzes Geld auffressen. Und wir wollen keine Angst haben, aus unseren Wohnungen rauszufliegen. Das ist alles. Und dafür müssen wir auf die Straße gehen? Dafür müssen wir kämpfen? Wie bescheuert muss eine Gesellschaft organisiert sein, dass man ums Wohnen kämpfen muss? Und nicht nur ums Wohnen, sondern auch um andere, elementare Dinge, wie Gesundheitsversorgung und Bildung. Dieser Schwachsinn hat einen Namen, Kapitalismus. Da geht es eben nicht um eine gute Wohnung für alle, sondern um möglichst viel Profit für wenige. In Deutschland gehören dem reichsten Fünftel 75% des Immobilienvermögens, 10% besitzen 60% des Gesamtvermögens. Die Einkommen der Milliardäre sind im letzten Jahr um 20% gestiegen. Der Teufel scheißt halt immer auf den größten Haufen. Aber das alles sind ja keine Naturgesetze, sondern alles von Menschen gemacht. Und deshalb können auch wir Menschen dies ändern, indem wir gemeinsam für eine solidarische Stadt kämpfen. Für eine Stadt, in der die Häuser fürs Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden. In der Wohnungen Allgemeingut und keine Waren sind. Eine Stadt für alle, unabhängig von Herkunft, Sprache, Alter, Gesundheitszustand oder Einkommen. Viele Initiativen, Hausgemeinschaften, Nachbarinnen und Nachbarn kämpfen bereits für diese Stadt und gegen eine Stadt als Profitmaschine. So wie wir das als Bündnis Zwangsräumung verhindern auch machen. Seit 7 Jahren wehren wir uns gemeinsam mit Betroffenen gegen Zwangsräumungen. Wir machen Öffentlichkeits- und Pressearbeit, gehen gemeinsam zu Mietprozessen, machen Kundgebungen und Demonstrationen, Go-Ins und Kiezversammlungen. Und wenn es doch zur Zwangsräumung kommt, machen wir auch Blockaden. Dadurch und mit der solidarischen Unterstützung vieler Menschen konnten wir schon viele Zwangsräumungen verhindern. Manchmal klappt es auch nicht. Aber nur wer sich wehrt, kann auch gewinnen. In diesem Sinne wünschen wir uns allen eine laute, eine bunte, eine kämpferische Demonstration gegen die Stadt der Reichen und gegen die Stadt der rechten Spalter für eine solidarische Stadt. Wir bleiben alle! Vielen Dank an das Bündnis Zwangsräumung verhindern!